In Star Wars Episode 8 lernen wir genaueres über Reys Eltern. Ihr Wunsch nach dem Wissen, ob ihre Eltern wichtig sind und wer diese waren, wird hier von ausgerechnet dem Big Bad Kylo Ren aufgeklärt. Laut diesem waren ihre Eltern unbedeutende Nichtsnutze, Junkies, die ihr eigenes Kind verkauft haben, um Geld für Alkohol zu haben. Ihre Leichen liegen angeblich laut Kylo in einem flachen, nicht gekennzeichneten Grab irgendwo in der Wüste von Jakku. Doch so ganz geklärt fühlt sich die Frage nach Reys Eltern jetzt nicht an. Deshalb möchte ich da heute in einer neuen Folge What If nochmal mit euch eintauchen und in das ein oder andere Szenario zu Reys Hintergrund eintauchen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge What If auf Nerd Factory. Mein Name ist Luke, los geht's! Nun ist nicht zu 100% klar, ob Kylo hier die Wahrheit sagt oder lügt, um Rey zu brechen. Schließlich will er sie auf seine Seite ziehen und diese hat zwar nichts mit den Sith oder Jedi zu tun, aber sehr wohl mit der dunklen Seite. Und der Pfad zur dunklen Seite ist immer auf starken Emotionen aufgebaut. Emotionen, die von Kylo gedroppte Info durchaus auslöst. Doch so ganz geht dieses Szenario nicht auf. In Episode 7 sehen wir, wie ein Schiff den Planeten verlässt und Rey zurücklässt. Sie erinnert sich daran, sie zählt in ihrem Zuhause die Tage, wie lange sie schon auf die Rückkehr ihrer Eltern oder dieser Person, die in dem Schiff sitzt, wartet. Doch sie scheint sich nicht zu erinnern, wer ihre Eltern sind. Nur, dass sie zurückgelassen wurde, nicht wirklich aber von wem. Eine Theorie besagt nun, dass in der jungen neuen Republik, nachdem das Imperium erfolgreich besiegt wurde und die Reste in die Unknown Regions verdrängt wurden, der Versuch gestartet wurde, ein Ebenbild der alten Republik vor dem Imperium zu restoren. Und dazu gründete Luke auch einen dazugehörigen Jedi-Orden und genau wie die Jedi der Republik davor machte er sich auf die Suche nach Jünglingen im richtigen Alter, um diese auszubilden. Und wir wissen auch, dass Luke nicht so ein gesetztes Weltbild hatte wie der Orden zuvor. Zudem war er der einzige Meister und versuchte allein das Ganze aufzubauen. Wir wissen, dass es einen Tempel gab und mindestens ein paar Dutzend Schüler inklusive derer, die später zu Kylo und den Knights of Ren wurden. Diese Theorie besagt nun also, dass Rey tatsächlich eines Tages von ihren Junkie-Eltern verkauft wurde, dass sie aber dennoch, genau wie Anakin in seiner Jugend, zwar als Sklave arbeitete, aber eben mit ihren Eltern in einem eigenen Haus wohnte. Was ist also, wenn die kleine Rey, die ja, wie wir wissen, sehr machtfähig ist und schon immer war, in einem Ausbruch von Wut mit ihrer Machtfähigkeit ihre Eltern unabsichtlich ermordete? Inspiration hierfür könnte dieser Trailer von dem Old Republic-Spiel sein. Diese Theorie geht also davon aus, dass Luke Skywalker höchstpersönlich diesen Ausbruch spürt und nach Jakku reist, um dieses unheimlich machtfähige Wesen aufzulesen und eben zu unterrichten. Wenn ihr Bock habt, mit mir mal persönlich über Star Wars Theorien zu quatschen, dann habt ihr vom 29. bis 30. Juni die Chance dazu. Denn da werde ich nämlich auf der Comic-Con in Stuttgart sein und euch auch unter anderem in einem speziellen Bereich für Fotos und Autogramme bereitstehen. Ansonsten werde ich auch so über diese Messe latschen, die ja schon auch seit 3 Jahren für ihre hohe Qualität und die vielen Besucher bekannt ist, und die geile Stimmung da einfach aufsaugen und eventuell auch das ein oder andere Video drehen. Unter anderem werden auch krasse Schauspieler wie Karen Gillian, aka Nebula, Jonathan Frakes, Lou Ferrigno und Pom Clemetief, aka Mantis, auf der Messe sein, sowie einige andere YouTube-Kollegen und großartige Cosplayer. Wenn ihr jetzt also Bock habt, da mit hinzuzukommen, klickt einfach unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung und holt euch die Tickets und wir sehen uns dann auf der Con. Ich freue mich schon auf euch. Doch wenige Monate in das Training hinein sieht er Dunkelheit und Verderben in diesem jungen Mädchen. Er sieht, wie später dann auch bei Kylo, dass diese zu mächtig ist, nicht trainierbar. Dass dieses kleine Mädchen eine zu große Herausforderung für den neuen, jungen Jedi-Orden sein könnte. Was, wenn Rey Lukes Fluch ist und er sich deshalb auch anfangs verweigert, sie zu trainieren? Wenn er bei Kylo Ren alles besser machen wollte, aber erneut dachte, er würde versagen und deshalb dann zum Schluss diesen Moment hatte, in dem er überlegte, ihn zu töten. Vielleicht sitzt in diesem Schiff, was da wegfliegt, gar kein Verwandter von Rey
sondern Luke Skywalker, der die kleine Rey zurück nach Jakku in ihre Sklavenschaft bringt. Sie zurückbringt, weil er es nicht schaffte, sie auszubilden oder weil sie zu emotional, zu sprunghaft, zu neugierig und unausgeglichen war. Vielleicht hat Rey also eine Verbindung zu den Skywalkers, ohne wirklich eine Verwandtschaft aufzuweisen. Denn soweit wir aus dem Kanon wissen, ist sowieso nur Anakins Familienstand wirklich in Verwandtschaftsverhältnisse gewickelt. Yoda, Qui-Gon, Mace, Obi-Wan, das waren alles Kinder von ganz gewöhnlichen Familien, die eben vom Jedi-Orden auserlesen wurden, um diese zu trainieren. Und genau dasselbe könnte mit Rey der Fall sein. Ein Kind aus der absoluten Armut, dem Leid, das viel zu viel durchgemacht hat, wird vom neuen Jedi-Orden geprüft, aber dann später eben abgelehnt. Das könnte Reys Vergangenheit sein. Auch dafür sprechen würde Kylos Wissen über ihre Eltern. Er weiß, dass ihre Eltern niemand Besonderes waren, dass sie tot sind. Doch er reagiert, auch zu Anfang von Episode 7, als ob es ihm sehr wichtig ist, dass da gerade ein Mädchen von Jakku in diese Sache verwickelt ist. Wir wissen, dass Ben etwas älter als Rey ist. Es könnte also durchaus sein, dass dieser zu der Zeit, als Rey zum Orden kommen sollte, bereits dort unterrichtet wurde. Ja, vielleicht war er sogar dabei, als Rey zurückgebracht wurde. Vielleicht besteht diese Verbindung zwischen den beiden bereits länger, als wir eigentlich gedacht haben. Er kennt sie. Sie hatte es nur verdrängt. Oder war zu jung, um sich noch daran zu erinnern. Sie war schon immer so mächtig, doch diese Fähigkeiten zeigten sich nur in sehr emotionalen Momenten, weil sie eben nicht trainiert hatte, mit diesen Fähigkeiten umzugehen. In Momenten der Dunkelheit. Das könnte ebenfalls mit ein Grund sein, weshalb Luke sich abgeschottet hatte, weil er diesen Ruf der unzählig machtfähigen Kinder nicht hören wollte, um nicht in Versuchung geführt zu werden, erneut zu versuchen, eine Akademie zu eröffnen und wieder zu scheitern. Aber was denkt ihr denn? Könnte es sein, dass Rey ihre eigenen Eltern ermordet hat, aber Kylo Ren ihr eben nicht die ganze Geschichte erzählt hat? Werden wir diesen Rest der Story noch in Episode 9 erfahren? Oder glaubt ihr, die Herkunft von Rey ist damit komplett abgeklärt? Sie ist ihres eigenen Glückes Schmied und die Zukunft liegt nur in ihren Händen. Egal, wie ihre Vergangenheit war. Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Hier gibt es noch 2 weitere Videos in der Mitte. Könnt ihr den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Rinnihan.